Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wir haben ja eine deutsche Einheit haben wir ja geschlagen. Drei bleiben noch für diese Mission. Wir müssen jetzt mal gucken. Kommt hier oben weiter. Ihr seht sie an unseren AP-Punkten. Wenn die aufgebraucht sind, ist die Mission nämlich auch rum, soweit ich das jetzt weiß. Oh. Da haben wir was. Munitionskiste geborgen. Ja. Nehmen wir alles mit. So, dann gehen wir mal hier hin. 68 AP-Punkte haben wir noch. Oh, da ist sogar ein Hund dabei. Versuche in einem Zug 110 Schaden. Werden wir auf jeden Fall gleich mit ihm hier losgehen. Oh, da sieht man sogar Symbole, die man nicht sehen sollte. Sogar am Kragenspiegel des SS dran. Ja, wie sollen wir in einer Runde hier 110 Schaden machen? Jetzt warte mal, wir machen jetzt mal. Was hat der? Bis 12. Oh, das ist wenig. Präzision 68%. Wobei hier besser wäre. So kann er nämlich gleich auf beide schießen. Ja, Barrikade zerstört. Die werden wir auf jeden Fall jetzt gleich wieder aufbauen. Was ist der Befehl? Töten? Warte mal. Erhöhter Schaden. Um 30%. Boah. Jetzt warte mal. Da haben wir 66... Feuer eröffnen. Das müssen wir wirklich auf den hier machen. Ja, einer ist tot. Das passt. Das wäre natürlich gut, wenn wir wieder mit unserer... Ja, das können wir sogar. Dass wir auf jeden Fall den Hund mit wegkriegen würden. Oh yeah. Der Hund ist weg. Dann haben wir somit seine Spezialfähigkeit töten schon mal überstanden. Der hat noch 20. Den Wärmer... Na, der hat... Der kann nicht mehr. 11 bis 18. Shit. Dann müssen wir das hier machen. So, 14. Einer darf noch von denen. Oh, klein 19 Schaden. Schaut euch mal das an. Das ist natürlich schon bitter. Nein, und auch noch einen Fehlschlag. Oje, oje. Jetzt warte mal, wir werden aber erstmal ihn heilen. Müssen wir halt nochmal eine Runde so machen. Den Schaden haben wir auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal auf ihn. Der ist weg. Dann haben wir jetzt den einen hier noch. Ich hoffe mal, du machst nicht so viel Schaden. Schon wieder 19. Der macht schon verdammt viel. 19 bis 25. So, jetzt kriegen wir ihn auf jeden Fall weg. Jetzt kann er ganz normal mit seiner Pistole hier schießen. Da haben wir ihn. Zweite Einheit ausgeschaltet. So, werden wir auf jeden Fall zur Kiste gehen. Kaputter Lastwagen. Was kriegen wir denn da Schönes? Vorräte. Na, die werden wir ja auf jeden Fall brauchen. Bin ich mal gespannt, wo hier die deutschen Einheiten sind. Boah, jetzt werden es immer mehr. Und vor allem nur mit einem Offizier her. Aber das Gute ist schon mal, wir werden auch gleich hier wieder mit der Panzerfaust drauf gehen. Sondern mal, der hat 45, 55. Machen wir auf ihn. Ja, müssen wir dann wirklich schauen, dass wir den Kommandanten hier ausschalten. Was hat der noch? 18. Ja, dann ist der schon mal weg, weil ich glaube, dass der irgendeinen Bonus hier gibt. Blöd natürlich, weil wir für ihn jetzt komplett hier schon aufgebraucht haben. Ja, wir müssen uns aber jetzt trotzdem langsam mal heilen lassen.
Nicht, dass mir die Leute hier noch alle drauf gehen. So, du hast 11 bis 12. 9 bis 14. 10 bis 16. Oh ja, gleich 16. Nein, 2 Gesundheit hätte er noch. Gehen wir Erste-Hilfe-Kit ihr mal. Ich glaube, das. Ach, das war schon unsere neue Runde. Na, er kann nicht angreifen hier. Was hat denn er? Präzision um 10%. Er hat eine Chance am Ziel, Blutungen zu bewirken. Eieiei. Jetzt warte mal, jetzt machen wir aber trotzdem mal. Helfende Hand mit dazu. Wir müssen jetzt irgendwie die Runde hier überstehen, damit wir dann seine Panzerfaust hier nutzen können. Ja, einer ist weg. Acht Schaden kann man verkraften. Bis 18. So. Räumen. Probieren wir es nochmal. Einer ist tot. Der eine hat noch 22. Oh, 9 ist wenig. Das ist wirklich wenig. Na, ah, okay, das haben wir schon verloren hier oben. Achso, warte mal. Nee, kann geheilt werden, hier steht's ja. Okay, da bleiben wir dann auf jeden Fall drin. Schauen wir mal, was hat er noch? 13. Ah, jetzt kann sie bei dem hier nicht angreifen. Und du? Ja, tot. Jetzt haben wir nur noch den Sanitäter hier. Das passt schon. Das machen wir mal bei ihr. Die hat nämlich auch schon verdammt viel verloren. Boah, Fehlschlag. Kritischer Treffer, perfekt. Dann haben wir Erste Hilfe. Machen wir auf ihn. Dann ist er auf jeden Fall schon wieder voll. Und wir haben sogar Glück. 27, volle Power. Okay. Eine Gruppierung haben wir noch. Warte mal, wir müssen da aber hin, weil wir schauen wollen, was die für uns haben. Das nehmen wir natürlich mit. Jetzt müssen wir auch schauen, wo die andere letzte Gruppe ist. Da müssten sie kommen. Ah, komm, komm, komm. Unsere APs werden wenig. Ja, da sind sie. Ich hoffe mal jetzt nicht eine Riesengruppe. Ja, das geht. 4 Mann mit dem Hund. Da werden wir natürlich mit ihm hier wieder draufhauen. Kritischer Treffer. Der Hund hat noch 2. Das ist ärgerlich. Hm. Boah, die eine hat gleich 70. Jetzt warte mal, der hat noch 12. Das ist der. Tot. Perfekt.
Fehlschlag ist natürlich immer gut. Töte zwei Feinde in einem Zug. Naja, werden wir den Hund nehmen. Nein! Fehlschlag. Das müssen wir ja jetzt eigentlich schaffen. Achso, warte mal. Ja, Hund ist tot, da müssen wir das eigentlich. Genau, das haben wir bestanden, ne? Aber der hat gleich noch 70 hier. Ja, müssen wir so machen. Was anderes bleibt uns hier gar nicht übrig. 3. Tot. Ne, funktioniert schon sehr gut. So, jetzt werden wir auf jeden Fall mal durchheilen lassen, dass die im Lager nicht dann 2 Tage da drin bleiben müssen. Erste Hilfe. Ja, die sind eigentlich alle voll und erfasst. Ach, er hat ja nur noch 10. Boah, 18 Schaden gleich an ihr. Das ist schon krass. Warte mal, der kann nicht. 13, tot. Ja, wir haben alle 4 ausgeschaltet. Jetzt müsste die Mission rum sein. Genau, wir haben noch 41 AP übrig. Also hier müsst ihr wirklich aufpassen. So, Belohnung. 600 XP. Das haben wir alles bekommen. So, wir haben immer noch minus 15. Plus 4 Tage. Zermürbung. Frisches Blut. Was ist das hier? Einer der Boten von ist hier aufgetaucht, steht hier mit einem beschämten Gesichtsausdruck gegenüber. Ein gewissen Gegner seiner Stadt bestimmt worden, auch zuzustellen. Okay, wir haben den neuen an Bord. Schauen wir mal nächsten Tag rein. Tag 6. Also, wie gesagt, diese Suche nach den Leuten hat 4 Tage gedauert, deswegen plus 4. Schauen wir mal, ob wir was kaufen können. Reparieren. Müssen wir was reparieren? Ja. Bin ich mal gespannt. Waffe wurde repariert. Okay. 15%. Wir müssen immer schauen, wie wir die Sachen hier zuordnen können. So, hier können wir die Sachen bestimmt. Ja, hier können wir tauschen. Das werden wir auf jeden Fall beibehalten bei ihm, weil das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Die kann nur den Revolver nehmen. Da ist der Junge. Ah, der hat auch nur die Pistole, aber Molotow-Cocktail. Ich glaube, wir nehmen mal trotzdem den hier. Wie kann man den durchtauschen? So, oder? Wenn es ausgewählt ist, müsste es eigentlich sein. Ja, müsste passen.
Dann werden wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall auf die nächste Mission hier vorbereiten, ne? Das war's für heute. Also wie gesagt, wir haben unsere erste große Mission haben wir geschafft, mit diesen vier deutschen Einheiten hier zu zerschlagen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, ihr bleibt weiterhin mit am Ball. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Could be us.